Nebenberuflich traden und sich noch ein Nebeneinkommen aufzubauen, ist der Traum von vielen Leuten. Und wie genau das gehen kann und was ich darüber denke, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei. Um als Berufstätiger zu traden, gibt es in meinen Augen vor allem immer das große Problem der Zeit, die wir haben. Wir brauchen einen Handelsstil, der sich einfach bloß an unseren Alltag anpasst. Und das geht in meinen Augen bloß über zwei sinnvolle Wege. Entweder Weg Nummer 1, ich wähle einen sehr, sehr kurzfristigen Handelsstil, sprich das Scalping, wo ich eher eine Haltedauer habe von so 5 bis 20 Minuten ungefähr. Oder ich gehe in die Richtung des mittelfristigen Tradings, wo ich eher eine Haltedauer habe von so, ja, im Swing Trading beispielsweise 2 bis 4 Wochen mal, im Positionstrading sogar mehrere Monate. Beides ist natürlich mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden, aber wie wir das im Alltag integrieren können, das will ich dir ganz kurz mal zeigen, wie da so ein Workflow für dich aussehen könnte. Wie könnte das also aussehen, wenn du jetzt über Scalping in das nebenberufliche Trading einsteigen möchtest? Grundsätzlich würde ich Folgendes sagen, wenn du in einer der folgenden 3 Sessions Zeit hast und die auch wirklich regelmäßig irgendwas davon umsetzen kannst, dann könnte man zumindest in die Richtung Scalping schon mal gehen. 9 bis 11 Uhr, das ist typischerweise so der Bereich um die DAX-Eröffnung. Das ist das, was ich immer versuche, jeden Tag zu handeln. Dann haben wir 15.30 Uhr bis 17 Uhr, das ist so die US-Börseneröffnung. Und abends ab 20 bis 22 Uhr, das ist so die Schlussphase der US-Börse. Das sind wirklich 3 Phasen, wo ich sagen muss, gerade zum Beispiel im Index-Trading, was denke ich ja die meisten bei uns hier auf dem Kanal auch machen werden, oder halt zum Beispiel auch fürs Forex-Trading, da sind diese Zahlen oder diese Zeiten wirklich sehr interessant. Da haben wir wirklich viel Volatilität. Und ich sage mal, eine gute Scalping-Strategie, die wird zu jeder dieser Zeitpunkte dir irgendwelche Signale liefern können. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich tue jeden Tag vielleicht von 7 bis 16.30 Uhr arbeiten und dann muss ich aber noch nach Hause fahren, da kannst du vielleicht die ersten 2 Zeiten vielleicht nicht handeln, aber vielleicht jeden Abend kannst du die Session mal mitnehmen, wenn du da Zeit hast letztendlich. Ne? Wenn du natürlich abends sagst, okay, ich muss ja gerade noch das Kind ins Bett bringen und noch für morgen Essen vorkochen oder sowas, dann auch da habe ich keine Zeit. Da ist mit dem Scalping ungünstig. Außerhalb dieser Zeiten würde ich nicht wirklich das ans Herz legen, was zu scalpen. Weil zum Beispiel, wenn du denkst so, ja, ich habe jeden Tag von 12 bis 13 Uhr meine Mittagspause, ja, das ist gut, aber da haben wir halt auch gefühlt an der Börse, alle anderen machen da gerade Mittagspause, da ist halt wenig los im DAX zum Beispiel. Ne? Entsprechend mit sowas brauchen wir halt nicht wirklich ankommen. Wenn du aber innerhalb von diesen Zeiten immer jeden Tag regelmäßig Zeit hast, kann man auf jeden Fall, denke ich, ein Scalping-System aufbauen, was quasi genau darauf zugeschnitten ist. Und das ist natürlich dann sehr gut für dich, wie du wirklich da nebenberuflich regelmäßig was traden kannst. Wenn du noch mehr über das Thema Trading als Berufstätiger erfahren möchtest, dann schau dir doch ganz gerne den Videokurs auf finanzradar.de an. Den Link zum Kurs habe ich dir ganz oben in der Videobeschreibung reingesetzt. Wenn das, wie gesagt, eher nichts so für dich ist, dann lass uns doch mal über das Swing Trading und das Positionstrading sprechen, weil auch das ist sehr, sehr cool. Da hat man wirklich einen sehr simplen Workflow auch, wie man da was umsetzen kann. Stellen wir uns mal vor, du hast wirklich unter der Woche halt keine Zeit für diese Scalping Sessions zum Beispiel. Und du hast allgemein auch wenig Zeit. Aber was du machen könntest, ist jeden Sonntag, jeden Samstag auf jeden Fall Charts mal genau analysieren. Da hast du auf jeden Fall mal 2, 3, 4 Stunden Zeit. Und unter der Woche jeden Abend zumindest mal 20 Minuten hast du Zeit. Das reicht schon vollkommen aus, wenn du so viel Zeit entbehren kannst. Was wir dann machen könnten, ist Folgendes. Jedes Wochenende kannst du dir Positionstrading-Setups vorbereiten, diese für die nächste Woche schon quasi wie abspeichern erstmal und dann einfach bloß jeden Abend ganz kurz deine sogenannte Watchlist einfach bloß durchklicken. Könnt ihr folgt auch sehen, du tust mal ganz kurz einfach bloß googeln, was alles für Aktien im DAX drin sind. Fang erstmal an, die Allianz-Aktie mir anzuschauen. Da tust du die Allianz-Aktie analysieren und sagst, okay, gut, da und da würde ich eine Chance vielleicht sehen. Jetzt aktuell, wenn ich mir die angucke, würde ich sehen, okay, wir haben jetzt hier einen schönen Aufwärtstrend. Dem Aufwärtstrend könnte gefolgt werden, da würde ich mir irgendeine Unterstützung suchen und so weiter und so fort letztendlich. Würde ich mir quasi nach den Setups suchen, dann guckst du halt erst die Allianz durch, dann weißt du vielleicht, okay, bei der Allianz, vielleicht wenn wir jetzt hier unten drauflaufen nochmal, wäre das ja potenziell vielleicht eine Long-Idee, irgendwas mit hier so einem Verlauf vielleicht im Endeffekt. Da könnte man ja sagen, okay, gut, da tue ich mir hier unten halt einen Kursalarm zum Beispiel einstellen oder halt ich tue mir das Ding einfach bloß auf die Watchlist packen, sprich zum Beispiel jetzt hier im Trading View ist das einfach bloß rechtsklick und dann hier auf Watchlist hinzufügen und dann wird es hier drüben eingefügt letztendlich. Was man machen könnte ist quasi, tust du jetzt hier wirklich eine Watchlist erstellen und dann einfach bloß, das machst du mal wirklich intensiv am Wochenende mal 2, 3 Stunden letztendlich. Und dann jeden Abend einfach bloß in der Woche oder halt jeden Früh, je nachdem wann du halt mal so 10, 15 Minuten Zeit hast, gehst du einfach bloß deine Watchlist durch. Das heißt, ich gucke aktuell hier bei Apple rein. Ah ja, hier ist aktuell jetzt wirklich was aktiv. Okay, gut, da könnte ich vielleicht heute meine Position eröffnen hiermit. So bloß unten drunter, Take Profit hier oben dran zum Beispiel. Dann gucke ich hier vielleicht bei CDS Event Team rein. Okay, nee, ich habe jetzt zwar das auf der Watchlist drauf, aber hier ist jetzt nichts aktiv von den Verläufen. JP Morgan, habe ich zwar auch auf der Watchlist, aber ist auch noch nichts aktiv hier.
Nvidia, oh ne, hier sind wir sogar unter die Zone drunter gebrochen, könnte ich also quasi rauslöschen aus der Watchlist, kann ich einfach bloß auf die Mülltonne klicken. Dann bei Zoom, ist da was aktiv? Ah, hier könnte es auch dann gleich aktiv werden, hier vielleicht dieser Verlauf, aber ist noch nicht hier kein Signal gekommen, okay, kann ich mir morgen nochmal angucken. Und dann kannst du quasi einfach bloß ganz fix durchschauen, wo jetzt hier die Setups aktiv sind. Kannst du entsprechend, mal gucken, ob jetzt hier auch was noch reinkommt in den Chart, mal gucken. Also entsprechend quasi ganz easy deine Watchlist, die du dir am Wochenende vorbereitet hast, jetzt anschauen und weißt quasi, okay, gut, hey, ich habe das doch schon intensiv analysiert, jetzt ist das Signal da, jetzt kann ich quasi die Position in meinem Swing Trading Depot öffnen, wie zum Beispiel jetzt, was ich hier gerade habe mit Apple beispielsweise, einfach bloß, ne, kannst direkt festen Stop-Loss setzen, fest Take Profit und kannst so quasi dann danach einfach beruhigt in deinen normalen Arbeitsalltag starten, weil du ganz genau weißt, du hast ein handfestes Setup, es kann längst anbrennen, weil dein Stop-Loss gesetzt ist, weil du auch ein Take Profit vielleicht gesetzt hast, das ist einfach bloß ein anderer Workflow. Ob du das jetzt hier im Swing Trading so machst oder ob du sagst, hey, wo ich dir übrigens ja auch ganz klar hier den Tageschart dazu dann empfehlen würde erstmal, ne? Oder ob du sagst, naja gut, Mensch, ich mache eher so gerne Positionstrading mit einem eher so mal ein paar Monate halt Dauer. Da kann man auch vielleicht sogar mal in den Wochenchart reingehen. Warum eigentlich nicht? Und wenn dann die Position eröffnet ist, dann geht es weiter. Einfach dann bloß einmal pro Tag halt kurz reingucken. Okay, ist die Idee noch intakt? Wo steht der Kurs letztendlich? Wurde hier irgendwas ausgelöst? Fertig. Das heißt, das ist wirklich etwas, wo man vielleicht mit einem Zeitaufwand von so, na, 3 bis 4 Stunden in der Woche insgesamt doch auch ganz gut nebenberuflich traden kann. Eine weitere Möglichkeit, die ich dir auf jeden Fall auch nicht vorenthalten möchte, ist das Fremdkapital-Trading. Wenn du jetzt vielleicht einen guten Strategieansatz hast für das Scalping oder einen guten Swing-Trading-Ansatz, aber jetzt fehlt dir das Kapital zum Traden, weil ich sage mal, hey, mit 2000 Euro anfangen zu handeln und zu sagen, hey, ich mache jetzt hier ein großes Nebeneinkommen, das ist jetzt nicht ganz so gut möglich, muss ich sagen. Da kann man den anderen Weg über das Fremdkapital-Trading oder über das sogenannte Prop-Trading gehen. Was wir quasi machen wollen, und zum Beispiel bei jetzt hier FTMO, wo ich selber aktuell 3 Konten habe, oder auch bei The Trading Pit, ist einfach bloß, man zahlt eine Startgebühr für eine Challenge. Wenn man die bestanden hat, dann bekommt man von den Fremdkapitalgebern entsprechend halt Geld, ein größeres Konto quasi, mit dem man traden kann. Und so kann man zum Beispiel sagen, hey, ich will irgendwie am Ende vielleicht mit 100.000 Euro handeln, wie jetzt hier bei The Trading Pit. Da muss man am Anfang eine Startgebühr von 569 Euro bezahlen. Okay, gut, aber wenn du in der Challenge zeigst, wenn du hier diese Gewinnziele erreichst und sowas, dass du wirklich traden kannst und du kannst dir da wirklich sehr, sehr viel Zeit auch lassen, dann kriegst du am Ende sogar erstmal ein 100.000 Euro Konto oder Dollar Konto in diesem Fall halt, aber auch vor allem die Startgebühr zurückerstattet. Das heißt, wenn du es wirklich kannst und dir fehlt eigentlich wirklich bloß noch das Hindernis von wegen, hey, ich habe zu wenig Kapital, dann gerne auch das Prop Trading auf jeden Fall im Blick behalten. Und ansonsten würde ich mal sagen, sind wir doch ready dafür, um nebenbei ein Einkommen zu generieren. Grundvoraussetzung ist natürlich ganz klar, wir brauchen eine funktionierende Trading-Strategie. Und selbst wenn wir dann traden, dürfen wir niemals auch das Risiko vergessen, dass wir nicht nur Einkommen generieren können, aber auch vielleicht sogar ein paar Verluste machen können. Deswegen denk ganz genau darüber nach, wie deine Strategie am Ende aussieht. Ich denke, genug Ansatzpunkte habe ich auf jeden Fall in diesem Video gegeben.